Hallo und herzlich willkommen auf dem Dachboden im Studio. Ihr habt mich mehrfach gefragt, ob ich nicht was zum explodierten Holzpreis erzählen möchte, beziehungsweise zum internationalen Holzmarkt. Da ist ja derzeit viel los, weil eben der Schnittholzpreis, wichtig, der Schnittholzpreis, nicht der Holzpreis generell, ziemlich durch die Decke geht. So, damit können wir gleich die erste Anmerkung machen zu der Berichterstattung, die ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt. Das war sogar mal in der Tagesschau thematisiert worden. Nicht schlecht, aber für meinen Geschmack natürlich etwas zu kurz. Aber da ist immer vom Holzpreis die Rede. Und da muss man unterscheiden. Fachlich meint der Forstmann im Regelfall, wenn er vom Holzpreis spricht, den Rundholzpreis frei Waldstraße sozusagen. Also, was heißt das? Das heißt, der Holzpreis, wie er offiziell immer gerne genannt wird, auch in verschiedenen forstlichen Medien, ist das, was der Holzeinkäufer bezahlt für Holz, das als Polter an der Waldstraße liegt. Polter sind diese Holzstapel, die im Wald jeder garantiert schon mal gesehen hat. Ne? Und da, was da pro Festmeter gezahlt wird, das ist der Holzpreis. Der schwankt bei Fichte so irgendwas zwischen in der beschissensten Zeit, sage ich jetzt mal, der durchschnittliche. Manchmal gab es auch Situationen, da hat man noch weniger bekommen. Aber der durchschnittliche Holzpreis war jetzt 2018, 19, so in der Phase mit dem ganz großen Käferaufkommen oder Ende 19, als dann nochmal ganz viel Käfer im Sommer dazugekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zeitpunkt das war, aber das Minimum bei den ganzen Käferkalamitäten war 30 Euro. Ja, das ist eine ziemliche Katastrophe. Man kann sagen, so der langjährige Hochstand vor den letzten Katastrophen, die den Fichtenholzpreis haben einsinken lassen, war so 100. Also bei mir, als ich im Studium noch gewesen bin und als ich langsam fertig geworden bin, da hieß es dann, ja, wenn du 100 kriegst, kannst du zufrieden sein. Also so 100 kann man sich jetzt mal grob aktuell gerade merken. So, seitdem ist das nicht unbedingt besser geworden. Es ging dann so ein bisschen runter auf 90, dann waren wir so irgendwo bei 85, was du tatsächlich in der Praxis bekommen hast. Und das ist auch immer so ein bisschen deutschlandweit unterschiedlich. In der einen Ecke ein bisschen mehr, in der anderen Ecke ein bisschen weniger. Kommt auch drauf an, was für Fichte. Gute Schwarzwaldfichte, gute bayerische Fichte oder irgendwelches Zeug, was halt irgendwo gewachsen ist, wo es eigentlich keine vernünftigen oder zu schnelles Wachstum hat und dann eine zu breite Jahrringe und damit keine vernünftige Holzstabilität aufweist oder ungleichmäßiges Wachstum aufgewiesen hat, weil der Bestand zwischendrin mal halb zusammengebrochen ist, der Rest dann dadurch viel schneller gewachsen ist, weil gleich mal viel mehr Licht reingekommen ist. Dann gibt es also innerhalb des Baumwachstums irgendwo einen Bereich, bis hierhin ist das Ding langsam gewachsen und dann kommt halt der Zusammenbruch der Hälfte vom Bestand und der Rest wächst dann viel schneller und das gibt dann breitere Jahrringe und einfach eine inhomogene Holzstruktur. Das ist dann auch nicht so schön und auch nicht so viel wert. Abschläge gibt es dann auch noch, wenn das Holz in Käferqualität anfällt. Zunächst mal ist die Tatsache, dass der Borkenkäfer außen die Rinde wegfuttert und das Cambium wegfuttert. Für das innere Holz nicht so dramatisch. Wenn man das also direkt in dem Moment holt und dann gleich schön aufbereitet und so weiter und so fort, da kriegt man zwar ein bisschen weniger Geld, weil man nicht so genau einschätzen kann, ist da nicht vielleicht doch noch irgendwas drin, was da nicht reingehört und so weiter und so fort. Man kann so etwa einen Abschlag von 20-30% für Käferholzqualitäten etwa rechnen, aber eigentlich ist Käferholz qualitativ in vielen Fällen auch noch ganz in Ordnung. Und wenn es vorher Bauholz gewesen ist und durch einen Käfer angefallen ist, dann kann es hinterher trotzdem auch noch aus Bauholzqualität entsprechend genutzt werden. Ja, jetzt bin ich irgendwie von meinem geplanten roten Faden etwas abgewichen. Aber jedenfalls das Holz, was dann an der Waldstraße eben als Polter rumliegt, da sind Kosten drin für den Waldbesitzenden. Der Waldbesitzer ist derjenige, der bisher da tätig ist. Der kümmert sich darum, dass das Ganze gefällt wird, geerntet. Ja? Und dann muss man es vorrücken. Vorrücken heißt bewegen zur Rückegasse. Und dann das eigentliche Rücken über die Rückegasse an die Waldstraße. Und dann muss es da noch schön aufgepoltert werden oder hingelegt werden.
damit man es halt schön sehen kann. Und dann an dem Punkt ist die Arbeit des Waldbesitzers mehr oder weniger auch erledigt. Und so wie es jetzt an der Waldstraße liegt, wird das verkaufen. Wie läuft das ab? Naja, der Waldbesitzer, das kann jetzt eben ein Bundesland sein, das kann in ganz seltenen Fällen die Bundesrepublik sein, das können große Privatwaldbesitzer sein oder ein Vertreter von vielen kleinen Privatwaldbesitzern, die sie zusammengetan haben. Das sind so die häufigsten Fälle. So, und der Waldbesitzer fährt dann eben mit dem Holzeinkäufer von irgendeinem zum Beispiel sehr kleinen Sägewerk. Wir haben hier einen Teil weiter im Murgtal diverse kleine Säger, Familienbetriebe, die einen kleinen Platz haben, wo sie relativ Holz stapeln können, bis der Platz voll ist. Und dann sägen die das nach und nach ein und verkaufen Bretter in die nähere Umgebung größtenteils. Das ist dann also eine regionale Geschichte. Das ist auch gut, das ist auch am nachhaltigsten so, weil Holz ist dann ein besonders nachhaltiger Baustoff, wenn die Transportwege so kurz wie möglich sind. Wenn die Transportwege sehr lang sind, ist mit der Nachhaltigkeit auch ganz schnell wieder vorbei. Und auch die CO2-Speicherung durch Verbauen von Holz, langfristigen Verbauen von Holz, das habe ich euch alles schon ein paar Mal erzählt, das will ich jetzt hier auch gar nicht so groß thematisieren, ist dann am effizientesten, wenn die Transportwege vom Holz sowohl von aus dem Wald ins Sägewerk als auch vom Sägewerk bis zu dem, der es dann irgendwo einbaut, zum Beispiel als Dachstuhl oder ähnliches, wenn die so kurz wie möglich sind, ist alles so optimal wie möglich. Gut, jedenfalls, was jetzt der Holzeinkäufer vor Ort im Wald zu zahlen bereit ist, da hatte ich ja schon ein paar Preisbeispiele genannt, so zwischen 30 und 100 Euro, so wenn man sich die letzten Jahre, viele letzte Jahre anguckt, bewegt sich das irgendwo in diesem Spektrum. 30 ist eine Katastrophe, das deckt nicht die Holzerntekosten, die liegen, je nachdem unter welchen Bedingungen, wir reden hier die ganze Zeit nur von Fichte, das ist auch nochmal wichtig, da kommen wir noch später dazu, und theoretisch Tanne, aber nur da, wo so eine Rolle spielt. Das heißt, nur im Schwarzwald im Grunde. Und in Teilen Bayerns gibt es so viel Tanne, dass die wirklich bewirtschaftet, richtig im intensiven Stil bewirtschaftet werden kann. Also Holzerntekosten belaufen sich so ungefähr auf 30, 35 Euro pro Festmeter, den man dann an der Waldstraße liegen hat. Manchmal ein bisschen weniger, wenn optimale Bedingungen herrschen. Hin und wieder ein bisschen mehr bei schwierigen Bedingungen, bis hin zu deutlich mehr bei ganz schweren Bedingungen, wie zum Beispiel Steilhang oder ähnliches. Und das heißt, wenn der Holzpreis, den du dann eben bekommst für deinen Festmeter, den du dafür jetzt sagen wir mal 30 Euro hingelegt hast, auch nur bei 30 Euro liegt, dann brauchst du die Bäume gar nicht erst fällen. Musst du aber im Fall von Käferholz leider trotzdem, weil das soll ja aus dem Wald raus, weil es als Brutstätte für den Borkenkäfer sonst weiterhin eine Rolle spielt und die Bekämpfungsstrategie gegen den Borkenkäfer war eben, das Käferholz muss weg und das heißt, man muss es sowieso fällen und es soll raus aus dem Wald und dann verkaufst du es besser für 30 Euro als gar nicht und fährst es raus und machst irgendwo ein großes Feuerchen oder sowas in dem Stil oder verschenkst es oder was auch immer und dann nimmst du was kriegen kannst. Das hat dazu geführt, dass teilweise zum absoluten Tiefstand vom durchschnittlichen, diese 30 Euro ist der durchschnittliche Holzpreis, auch mal einzelne Container nach China verschifft worden sind, bei denen der Waldbesitzer nur im Endeffekt, weil die Chinesen zahlen dann ja nicht so viel, weil die haben ja noch die ganze Logistik, die übernehmen ja auch die, bis das im Container und in China ist und so weiter und so fort, ist das für die dann auch nicht so interessant, da jetzt viel Geld für auszugeben, selbst wenn sie auch einen großen Holzbedarf haben bei all den Bauprojekten, die da stattfinden bei denen. Da konnte es dir passieren, dass du tatsächlich einen Zehner pro Festmeter bekommen hast. Das allerdings dann für die eher miesen Käferqualitäten. Und da man bei Käferqualitäten ja ohnehin noch einen Abschlag auf den Preis macht, ist das nicht gut, gar nicht gut, aber das ist vorgekommen. Ja. Also so in den Extremfällen. Ich will jetzt das auch nicht zur Regel machen und der ein oder andere wird uns sicher in die Kommentare schreiben, dass er sein Holz nur zu diesen Preisen losgeworden ist, vielleicht. Aber es gab auch Fälle, da hat man schon noch ein bisschen mehr gekriegt und mit 30 Euro, wenn du die wirklich bekommen hast, diesen Durchschnittswert, dann haben die meisten zu diesem Preis auch tatsächlich verkauft. So. Also zu dieser Zeit mit dem niedrigsten Fichtenrohholzpreis fast aller Zeiten mehr oder weniger, auch mit dem größten Fichtenholzanfall aller Zeiten. Es gab noch nie so viel Fichtenholz auf einmal wie jetzt zu den Dürrejahren 18, 19 und 20 ist ja bekanntlich auch nicht so viel besser gewesen.
Ja, das hat den Preis eben extrem verfallen lassen. Und wer konnte, weil der Preis eben so niedrig war, hat jetzt Fichte, wo es irgendwie möglich war, stehen gelassen. So, jetzt ist 2020 und jetzt auf dem Winter 2021 die Menge an Kalamitätsholz, die angefallen ist, deutlich zurückgegangen. Reguläre Holzernte findet nur sehr begrenzt und schon gar nicht in der Fichte oder nur sehr, sehr wenig in der Fichte derzeit statt, weil es gibt ja den Grundsatz der Nachhaltigkeit im Forstbetrieb, der bedeutet, dass man nie nur so viel Holz wegnehmen darf, wie gleichzeitig nachwächst. Manchmal geht das nicht, manchmal muss man mehr auf einmal entnehmen oder es stirbt halt so viel auf einmal ab, dass man dann quasi über Jahre hinweg erstmal den nachhaltigen Hiebsatz der Zukunft bereits genutzt hat. Das heißt, man muss über viele Jahre weniger nutzen, bis sich das langsam wieder einpendelt und man ungefähr zu dem zurückkommt, dass es wieder ausgeglichen ist und man die Standardmenge an Holz entnehmen kann, was man sonst normalerweise auch so tut. Ja? Das bedeutet also, dass durch eben den sehr niedrigen Holzpreis jetzt viel Fichte stehen geblieben ist, wo noch stehen bleiben konnte, wie gesagt, super viel Fichte angefallen ist, durch die enormen Mengen an Fichte, die angefallen sind und die einzigen, der es noch abnehmen konnte, eben die Chinesen gewesen sind, hat man auch sehr viel, so viel wie irgend möglich war, von diesen riesigen Holzmengen, die es eigentlich vor einem Jahr oder vor zwei noch gab, eben nach Übersee verschifft. Und die sind jetzt weg. Ja, der Chinese wird sich freuen und nicht ganz zu Unrecht, das ist für die schon ein gutes Geschäft. Das kann man denen nicht wirklich vorwerfen, finde ich. Ja, dass die, wenn die ein gutes Geschäft wittern, versuchen das dann auch wahrzunehmen. Puh. Der ein oder andere Waldbesitzer wird vielleicht sogar jetzt sich wahrscheinlich ein bisschen in den Hintern beißen, weil jetzt die Preise eben deutlich wieder angestiegen sind. Aber damals wird er froh gewesen sein, wenn das für 35 oder für 40 Euro noch losgeworden ist, um wenigstens nicht, wenigstens kostendeckend das Holz aus dem Wald holen zu können. Ja? Wenn man sagen, 30 Euro Erntekosten so ungefähr. Übrigens bei einem Kahlschlag, wenn du also flächenmäßig das Käferholz rausholst, da ist der Holzpreis, also die Holzerntekosten sind dann da tendenziell relativ gering. Also objektiv. Praktisch könnte es dann wieder daran scheitern, dass man nur so wenig Erntetechnik zum Einsatz kommen lassen konnte und bei hoher Nachfrage an die Erntetechnik der Preis für die Erntetechnik möglicherweise auch angestiegen sein könnte. Könnte, ne? Aber das hängt immer vom Einzelfall ab und wie die Absprachen und die traditionellen Handschlagverträge vor Ort da jeweils ausgesehen haben. So, aber das jetzt mal so grob zur deutschen Situation. Wir hatten also jetzt alles an Fichte genützt, was an Fichte nützbar gewesen ist. Und jetzt, wo Fichtenholz super stark nachgefragt wird von der Sägeindustrie, zu jetzt auch inzwischen wieder normalen Preisen, allerdings beim Rundholzeinkauf nur normale Preise, ja? Nicht ultra hohe Preise. Der Holzpreis ist jetzt eben von seinem Tiefstand mit den 30 Euro langsam auf 65, also 60, 65 Euro angestiegen. Das ist nicht gut, aber damit, das ist keine Katastrophe epischen Ausmaßes mehr, aber wirklich nicht gut. Dann 70, jetzt dann 80 und jetzt sind wir so langsam bei 90. Und wenn wir jetzt noch 2, 3 Wochen warten, steigt da, würde ich jetzt mal grob prognostizieren wollen, bestimmt auch noch auf 100 und vielleicht auch noch darüber hinaus. Gleichzeitig, und das ist jetzt ein bisschen ein Skandälchen und deshalb sind die Waldbesitzer, also für die Waldbesitzer ist es ein Skandälchen, etwas sauer, ist eben der Schnittholzpreis, also das, was ein ins Ausland exportierendes Sägewerk, ein ins Ausland exportierendes Sägewerk, derzeit für ihr Schnittholz, zum Beispiel Dachlatten, verlangen kann, ist durchschnittlich, das sind auch noch alte Zahlen, das dürfte inzwischen noch mal ein bisschen höher liegen, um etwa 50% angestiegen, wenn es darum geht, in die USA zu exportieren. Großbritannien zahlt auch hervorragende Preise derzeit. Die nehmen also auch, was wir an Holz raushauen können, nehmen sie alles. Und es ist schwierig, da das eine derartige Dynamik jetzt bekommen hat, die letzten Wochen, die man im Forstbereich überhaupt nicht gewöhnt ist, dazu wirklich verlässliche, ganz aktuelle Zahlen zu bekommen. Ich verlinke euch unten mal ein paar Quellen, da könnt ihr euch ein paar Zahlen angucken, aber nochmal, die sind alle nicht besonders aktuell und es.
dürfte interessant sein, dann rückwirkend, nachdem sich das Ganze wieder eingespielt und wieder einigermaßen normalisiert hat. Auf die Dauer sind solche Preise, die derzeit die USA zahlt, nämlich nicht wirtschaftlich, auch nicht für die USA. Ja, dann muss man halt gucken, was letztendlich das gewesen ist und das rückwirkend analysieren. So, also, unser Holz kommt jetzt also im Sägewerk an. Problem, das Sägewerk hätte gerne so viel Holz wie möglich, aber eben die Kalamitäten haben dazu geführt, dass wir nur eingeschränkt Fichte jetzt umsägen können. Und vielleicht der eine oder andere, der auch noch Möglichkeiten hätte, um Fichte umzusägen, das sagen zumindest ein paar private Waldbesitzer bei den Quellen, die ich jetzt so mir angehört habe und durchgelesen, selbstverständlich, dass die schon noch ein paar Fichten rumstehen hätten, die sie auch bereit wären, möglicherweise noch einzuschlagen, dann aber eben nicht für einen normalen Holzpreis, was ja auch irgendwo auch wirklich für den Waldbesitzer unfair ist. Der Säger verdient sich dumm und dämlich, zahlt aber trotzdem nur einen normalen Holzpreis und versucht dem Waldbesitzer noch zu erklären, dass das total fair von ihm ist, dass er so kurz nach dem Zusammenbruch der Holzpreise jetzt bereit ist, schon wieder 100 Euro. Sagen wir jetzt mal einfach 100 Euro, ne, weil es eine schöne runde Zahl ist, wenn überhaupt, wie gesagt, auf den Tisch zu legen. Und das führt tatsächlich jetzt zu einem, im ersten Moment wirkt er sehr erbittert. Untypisch stark erbittert für die ansonsten recht harmonische Welt, in der man sich im Walde befindet. Eben von diesem Holzsägewerk zu Waldbesitzer, Preisunterschied. So, es kommt jetzt ganz entscheidend darauf an, was für ein Sägewerk das eben ist, das hatte ich ja schon gesagt. Exportiert das in die USA oder exportiert das nicht in die USA oder zum Beispiel auch nach Großbritannien? Die kleinen Säger vor Ort für besonders nachhaltige Holzwirtschaft, sprich kurzer Weg zum Sägewerk, kurzer Weg zum Endverbraucher, die exportieren nicht in die USA, die haben die Logistik gar nicht, die müssten mit ihrem einen LKW, den die meistens haben, mit dem sie Holz transportieren können, den müssten sie für eine Woche wegschicken, bis der in meinetwegen Hamburg das Holz verschifft hat, damit es in die USA kann, dann zurück in den Schwarzwald fahren. Also da braucht der einen Tag, bis er da ist, dann dauert es eine ganze Weile, bis das Entladen und er wieder zurück ist und da kannst du also mit dem Beladen und so weiter, da kannst du quasi eine Woche verlieren. Ungefähr, na, mit allem drum und dran, mit Zoll und mit Wartezeiten und dann ist ohnehin da gerade die Hölle los, was Holz angeht und so weiter. Das macht also, wie gesagt, ein kleiner Säger nicht. Ein kleiner Säger profitiert auch ein bisschen vom Schnittholzbuben, weil er sein Schnittholz dann ja nur in Deutschland verkauft. Da das Holz in Deutschland, und dann kommen wir jetzt langsam auch zum Knackpunkt, allerdings für den deutschen Baubetrieb, zum Beispiel Häusle bauen, knapp wird, kriegt bei geringem Angebot und hoher Nachfrage also der kleine inländische Säger auch mehr Geld für sein Holz. So etwa. Und jetzt muss man auch wieder im Hinterkopf behalten, diese Zahlen sind hochdynamisch, aber so 30% mehr als normal kann der schon verlangen. In krassen Fällen bekommt er auch fast das Doppelte. Allerdings gibt es dann wiederum bei dem industriellen Säger, also den Großsägewerken, die in die USA exportieren, ne, also alles deutschen Holz aufkaufen, was sie irgendwie kriegen können, das sofort einschneiden und ab nach Amiland. Die kriegen bis zu das Dreifache von dem, das ist inzwischen wohl gar nicht mal mehr so selten, Gerüchten zufolge. Ja, wie gesagt, wir müssen hinterher die genauen Zahlen angucken. Derzeit ist da vieles noch so ein bisschen Spekulation und Ungläubigkeit, teilweise auch von den Sägern selber, dass die sich denken, meine Fresse, das ist doch jetzt nicht wahr. Verdienen sich natürlich ein goldenes Näschen dabei. Daran darf ja auch eigentlich nichts groß auszusetzen sein. Also ich gönne es einem Sägewerk, auch wenn es ein großes industrielles ist, wenn sie ordentlich Gewinn machen, solange da halt niemand anders drunter zu leiden hat. Und das ist eben so ein bisschen der Knackpunkt und was die Sache so kompliziert macht. Denn tatsächlich ist durch den enorm hochgestiegenen Holzpreis und die ja auch für jeden hohen Kosten, weil eben wenig Holz durch die Kalamitäten vorhanden ist und diejenigen, die noch Holz einschneiden könnten, das nicht wollen, weil sie immer noch zu einem geringen Rohholzpreis haben, gleichzeitig aber die Exportpreise eben so hoch sind, kommt es jetzt zu einer
Jein, schon irgendwo zu einer Verknappung des Rohstoffs, weil eben jetzt mehr Holz exportiert wird als sonst. So, wenn wir jetzt allerdings die Vertreter der Holzindustrie, also der Säger, fragen, die haben auch eine Sägervertretung, nenne ich die jetzt einfach mal, dann teilen die uns mit, dass es recht normal ist, dass Deutschland 30% von seinem Holzeinschlag ins Ausland schippert. Und das ist tatsächlich so. Das haben die sich jetzt also nicht ausgedacht. Normalerweise fällt das halt nur nicht so auf. Und normalerweise sind 30% vom normalen Einschlag nicht so viel. Und das reicht dann immer noch für den inländischen Bedarf bisher eigentlich immer ganz gut aus. Was jetzt also noch erschwerend zu der Situation dazukommt, mal abgesehen davon, dass sich der Exportanteil erhöht hat, durch eben die enormen Preise, ist gleichzeitig, dass wir eben auch noch eine inländisch verstärkte Nachfrage haben. So, und wo kommt die her? Naja, wenn du im Lockdown nichts zu tun hast, baust du eine Terrasse. Was brauchst du dafür? Möglicherweise Holz. Wo kriegst du das her? Zum Beispiel aus dem Baumarkt. Also tatsächlich ist die Baumarkt-Holznachfrage sogar ganz außerordentlich angestiegen. Und das führt auch dazu, dass man im Baumarkt grundsätzlich das Holz ein bisschen teurer verhökert als auf dem Fachhandel. Also wenn jetzt die Zimmerei so und so für einen Dachstuhl Holz benötigt, dann nimmt die zwar große Mengen, zahlt dafür aber natürlich einen anderen Preis als jetzt so ein Baumarkt, der das dann nochmal zu einem ganz anderen Preis nochmal weiter an den Endverbraucher verhökert, weil der keine Möglichkeiten hat, normalerweise an günstiges Holz ranzukommen, weil er halt nur im Baumarkt einkaufen kann, ist der Otto Normalverbrauchende Endverbraucher. So, und da haben wir jetzt also auch von den heimischen Sägewerken das Problem, dass die dann gerne mal an Obi oder wohin auch immer, gibt es Obi überhaupt noch? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Jedenfalls ihr Holz verhökern, weil die mehr zahlen als eben die kleine Zimmerei mit 5 Mitarbeitern, zwei Dörfer weiter. Schwierig, 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 schwierig. Ja, kommen wir jetzt vielleicht an dieser Stelle dann doch nochmal zu der Situation, warum zum Geier importiert denn die USA überhaupt so viel Holz? Naja, die haben auch Lockdown gehabt, die haben auch keinen Urlaub gemacht, die haben auch Bock jetzt offensichtlich zu bauen. Außerdem geht es bei denen ja jetzt langsam wieder besser, Lockdown-technisch. Da ist nicht mehr so viel. Die Corona-Zahlen gehen bei den Amis ja tendenziell jetzt eher zurück. Denen geht es also gut. Die sind so ein bisschen rückenwindtechnisch gestärkt. Dann haben sie noch Konjunkturprogramme und. Das heißt, die Amis wollen bauen. So, jetzt muss man zu den Amis voll, also Ami meine ich jetzt in dem Fall gar nicht abwertend. Das ist jetzt einfach nur böse, böse Ben-Sprech. Jetzt muss man zu denen noch wissen, woraus baut denn ein Amerikaner sein Häuschen? Holz. Ganz genau. So, und was ist ein hervorragendes Bauholz, mit dem zu arbeiten der Amerikaner gewohnt ist? Fichte. Wo kriegt er die normalerweise her? Aus Kanada. Und daran scheitert es jetzt derzeit ein wenig. Und dann bleiben gar nicht mal mehr so viele andere Länder, mit denen die USA überhaupt handeln möchte, die Fichte exportieren können, übrig. Und tatsächlich ist, das ist irre, ist unser winziges Deutschland, ja, geografisch gesehen ja wirklich ein ganz kleines Land, derzeit Exporteur, also zweitgrößter Holzlieferant in die USA nach Kanada. Ja? Also, dass Kanada viel Holz liefern kann, natürlich, das muss ich niemandem erzählen. Dass Deutschland aber dann gleich auf Platz 2 kommt, allerdings mit ganz anderen Größenordnungen natürlich. Ne? Also Kanada paar Milliarden Kubikmeter, was weiß ich, ich kann euch keine genauen Zahlen auswendig sagen, weiß ich nicht. Ja? Und dann kommt Deutschland mit weniger als 10% von der Menge, die Kanada liefert. Aber trotzdem auf Platz 2. Ja, weil nur Länder, die eben Fichte und Holz mit ähnlichen technischen Eigenschaften liefern, sind die Länder, aus denen das Holz nachgefragt wird, weil eben die Bauindustrie in den USA, ähnlich wie bei uns, auf solche Nadelhölzer wie eben die Fichte und die Fichte, die in Kanada rumsteht, ist plus minus auch sehr stark verwandt mit der Fichte, die bei uns rumsteht. In den Holzeigenschaften unterscheiden die sich also nicht besonders. Sprich, derjenige, der Erfahrung hat, die kanadische Fichte zu verbauen oder die kanadische Kiefer, ja, dem, der kann auch mit einer deutschen Fichte was anfangen oder mit einer deutschen Tanne. Und diese Technologien kann man wirklich eins zu eins dann einfach den anderen Baum reinschmeißen und das funktioniert genauso. Daher sind die jetzt gerade daran so interessiert,
das Zeug einzukaufen, weil eben aus Kanada nicht die Menge Holz kommt, die sie gerne hätten. Und, dazu kommen wir gleich, und der nächste Faktor ist dann noch, dass sie auch inländisch nicht so viel Holz zur Verfügung haben, wie sie gerne hätten. Denn 2018, 19, 20 war ja nicht nur in Deutschland ein Dürrejahr, sondern plus minus hat es auf der gesamten Nordhalbkugel durchaus Auswirkungen gehabt, diese 3 Jahre, diese Periode jetzt. In der Hoffnung, dass sie jetzt vorbei ist im Übrigen, ne? Werden wir sehen. Aber in Form von Amerika, insbesondere in den super waldreichen Gebieten, die gleichzeitig viel Holz brauchen, weil da viel Holzhäuser gebaut werden und da auch durchaus viele wohlhabende Leute sind, die große Holzbauprojekte umsetzen wollen. Kalifornien, genau da fehlt es jetzt an Holz. Warum? Naja, wegen den riesigen Waldbränden. Wir müssen uns einfach noch mal ein bisschen ins Gedächtnis rufen, was für gigantische Waldbrandflächen da jedes Jahr die vergangenen Jahre angefallen sind. So langsam geht das auch am Holzbedarf der Amerikaner nicht mehr spurlos vorbei. Und auch die Amerikaner haben sowas wie nachhaltige Forstwirtschaft und können da jetzt auch nicht beliebig viele zusätzliche Bäume jetzt noch fällen, nachdem ihnen die Hälfte davon, ja nicht ganz, aber schon extreme Flächen entsprechend weggebrannt sind. So, jetzt kommt Kanada ins Spiel. Kanada könnte jetzt eigentlich relativ locker ein bisschen mehr fällen, um das auszupuffern, sich ein goldenes Näschen zu verdienen. Aber lustigerweise hat auch Kanada Probleme. An dieser Stelle möchte ich mal kurz anmerken, wenn wir von einem primären Rohstoff reden, dann sind globale Katastrophen wie eben extrem beschissene Jahre klimatisch, ja, durchaus etwas, was dann auch globale Auswirkungen hat und auf den globalen Handel logischerweise auch Auswirkungen, weil derzeit gerade niemand existiert, der so viel Holz rumliegen hätte, dass er es zu günstigen Preisen raushauen könnte. Und selbst unseren kurzen Borkenkäfer-kalamitätsbedingten Supermassenanfall von Holz, das haben wir ja nach China verschippt. Und der ist jetzt wieder weg, ja? Und wurde sofort von den Chinesen gerne und dankend in Empfang genommen. Und Holz ist also ein nach wie vor super begehrter und immer wieder jetzt wieder neuerdings eben nochmal viel begehrter werdender Rohstoff, eben wegen den positiven Klimaaspekten. Ja, dass das Zeug also ökologisch so wertvoll und klimatechnisch so gut ist, spielt immer mehr eine Rolle und immer mehr Leute wollen mit Holz bauen. In Deutschland selber wird mehr mit Holz gebaut. Also auch da der inländische Bedarf an Holz, auch aus der Bauindustrie, stark angestiegen. Und das alles eben in Kombination mit diesen schlechten Jahren. Was ist denn in Kanada das Problem gewesen? Die haben auch einen Borkenkäfer, schlicht und ergreifend. Der heißt Bergkiefernkäfer, meine ich, und befällt die selbrige, also die Kanadas Wälder setzen sich mehr oder weniger aus einem Fichtenderivat, einem Kiefernderivat, also alles mehr oder weniger das, was es bei uns auch gibt. Das sind ja beides Kosmopoliten, sowohl die Kiefer als auch die Fichte, die weltweit in etwas abgewandelter Form um den gesamten Zirkumpolar nennt man das, also um den gesamten Nordpol, die sämtliche Landmassen im Norden des Planeten kommen diese Baumarten eben entsprechend vor, bilden da riesige Bestände und werden auch entsprechend viel genutzt. Und eben die Kanadier haben genau dasselbe Problem wie wir auch. Die Winter sind nicht besonders kalt. Wärmeliebende Arten, wie zum Beispiel Käfer, die mehrere Generationen ausbilden können, wenn der Sommer denn lang genug ist, gibt es bei denen auch. Und auch in Kanada profitieren die jetzt eben von den letzten Jahren, haben auch eine Massenvermehrung hingelegt und haben auch in Kanada eben enorme Mengen an Wald vernichtet. Und selbst die hochindustrialisierte, also im Vergleich zu Deutschland, eine ganz andere Hausnummer, Holzindustrie, die in Kanada herrscht, kommt da nur begrenzt hinterher. Und auch Kanada mit seinen schier unendlichen Wäldern muss irgendwann mal gucken, dass sie auch sowas wie einen nachhaltigen Hiebsatz haben und auch versuchen, ne, ich will da auch nicht zu viel meckern, und ich kenne auch die genauen Hintergründe nicht,
Was jetzt exakt in Kanada gerade die aktuelle Regel zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist. Aber auch die haben eine Grenze, bis zu der sie pro Jahr Holz einschlagen und dann nicht mehr, damit ungefähr im nächsten Jahr dieselbe Menge ungefähr wieder nachwächst. So, und da sind wir jetzt langsam dran. Und die USA hätte gern mehr Holz, Kanada exportiert aber nicht mehr Holz, weil sie ihre Natur dann doch nicht vollständig ausbeuten wollen. Und ja, und daher kommt dann letztendlich die Ursache der ganzen Misere und des ganzen Handelskrieges und der enormen Holzpreise und der sich beschwerenden Dachdecker, nicht Dachdecker, Zimmermeister zum Beispiel, Zimmereien und Ähnlichem in Deutschland, die eben gerne deutsches Holz für deutsche Unternehmen behalten wollen würden, liegt alles letztendlich wo dran? Am Kiefern, Borken. Bergkiefern, Käfer, so heißt er, in Kanada. Das ist letztendlich so der Auslöser. Und warum hat der sich so vermehrt? Na, wegen wieder Klimawandel. Da ist er wieder. Ja, er kommt halt immer wieder. Da müssen wir uns mit abfinden. Das Thema lässt sich nicht weg ignorieren. Das taucht immer wieder auf. Und es ist ein globales Problem. Und das hat natürlich dann auch in einer globalisierten Welt globale Auswirkungen, auch wenn jetzt nur zwei Länder betroffen wären, wie zum Beispiel unseres und Kanada, dann langt das schon vollkommen aus. Davon abgesehen, andere Teile der Welt haben ähnliche Probleme. Und dann kommt noch Politik dazu, dass zum Beispiel Russland die Importwut von Holz in Amerika gerade nicht beliefern kann, weil sie mit den Russen halt nicht handeln. Ne? Die hätten wahrscheinlich schon durchaus noch Holzmengen, die sie bereit wären zu exportieren, gehe ich mal schwer von aus, zu guten Preisen. Ja? Aber das geht halt politisch dann wieder nicht. Kann man jetzt gut finden, kann man jetzt schlecht finden, will ich gar nichts zu sagen. Alles in Ordnung. Oder auch nicht, je nachdem, je nach persönlicher Einstellung. Aber ja, das ist so plus minus die aktuelle Situation am Holzmarkt. Ne? So kommt das dann zustande und das sind die Hintergründe. Dass halt die Zahlen, die jetzt die USA zahlen möchte, um Holz zu importieren, dann derart durch die Decke gehen, das kann für die auch nicht wirtschaftlich sein. Ich kann mir das eigentlich dann wirklich nur noch mit einem weiteren verstärkenden Faktor erklären, dass da also auch mit Holz spekuliert wird. Dass irgendwelche Super-Ultra-Reichen jetzt in Rohstoffe investieren, Rohstoffe zu enorm hohen Preisen aufkaufen, in der Hoffnung, dass man sie dann zu noch höheren Preisen weiterverkaufen kann. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendeine Rolle spielen. Aber da müsste man jetzt in die Details der Finanzwelt und in spekulative Rohstoffgeschäfte und so weiter und so fort einsteigen. Und da kenne ich mich schlicht und ergreifend überhaupt nicht aus. Ich kann die natürlichen Grundlagen für eine gewisse Holzknappheit noch erklären. Aber wenn jetzt da noch Spekulationen an der Börse und so ein Zeug dazu kommt, dann bin ich ganz ehrlich raus. Vielleicht kann da irgendjemand was zu sagen, der sich damit auskennt. Das würde mich sehr interessieren. Und ich denke auch viele andere, falls da so jemand Lust hat, entsprechendes in die Kommentare zu schreiben. Ja, vielleicht noch eins. Es gab da auch noch so interessante Forderungen eben von der deutschen holzverarbeitenden Industrie, die eben ihr Schnittholz selber brauchen könnten, dass man einen Exportstopp machen soll und solche Sachen. Davon wollten die betreffenden Politiker, insbesondere unser baden-württembergischer Forstminister Haug heißt er, glaube ich, ja, so müsste er heißen, wollte davon gar nichts wissen und hat gemeint, ja, in einer globalisierten Welt kann man das nicht so einfach abschalten mit der Globalisierung und mit dem internationalen Handel und so weiter und so fort. Da mag er vielleicht nicht vollkommen Unrecht haben, aber ich verstehe jetzt zumindest mal mindestens menschlich, und ich bin halt einfach auch nicht genug ausreichend gut gebildet, was so globale Wirtschaftsströme angeht, aber ich kann da schon den holzverarbeitenden Betrieb hier bei uns in der Ecke nachvollziehen, dass das ein Problem darstellt. Wer zum Beispiel jetzt auch ein Holzhaus in Auftrag gegeben hat. Das ist dann ein Riesenproblem für jemanden, der Häuser baut, Holzhäuser, ja, wenn der einen fixen Preis kalkuliert hatte. Das heißt, er hat jetzt angeboten, okay, ich baue dir hier auf diese Fläche dein Holzhaus mit allen möglichen Schnickschnack und ganz toll und nachhaltig und alles pipapo und das soll kosten, was weiß ich, 1 Million Euro. Und jetzt erhöhen sich aber die Rohstoffpreise und im Vertrag steht, soll kosten 1 Million Euro. Und jetzt muss der Holz, ja, das Bauunternehmen, das Wort habe ich gesucht, halt eben für viel mehr Geld die Rohstoffe einkaufen und das Holz soll trotzdem, das Haus soll trotzdem nur 1 Million Euro kosten.
Und das wird dann zum für das eine oder andere Unternehmen tatsächlich zu Problemen führen. So, und jetzt sehe ich, meine Speicherkarte ist gleich voll. Das ist eine gute Gelegenheit, um an dieser Stelle auch, glaube ich, Schluss zu machen, weil alles Weitere wäre jetzt auch nur spekulativ. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen ein bisschen erklären können, was da die Hintergründe sind und welche Ursachen jetzt eigentlich dem zugrunde liegen. Könnte man in Deutschland, vielleicht eine letzte Frage noch, die wir kurz ansprechen müssen, könnte man in Deutschland jetzt nicht einfach sagen, okay, wir fällen ausnahmsweise mal ein paar mehr Bäume, damit wir dann mal ein bisschen zumindest den inländischen Bedarf an Holz dann noch mal so ein bisschen ausgleichen können und diesen Rohstoffmangel ein bisschen ausgleichen können. Aus Sicht von einem Waldökologen kann ich dazu nur sagen, ganz klar, nein, auf gar keinen Fall und schon gar nicht nach den extremen Waldflächenverlusten der vergangenen Jahre, wo wirklich nahezu sämtliche Fichte weggekommen ist. Da fällt noch was ein. Und wenn wir jetzt von Holzpreisexplosion sprechen, behaltet das bitte als allerletztes im Hinterkopf. Gemeint ist Fichten und Nadelholzholz. Ja? Fichte und Tanne primär. Kiefernholz hat so ein bisschen einen Aufschwung, ja, ein bisschen, aber mehr auch nicht. Douglasie auch nur so ein ganz kleines bisschen. Laubholz nach wie vor relativ normal niedrige Preise, sage ich jetzt mal. Normal niedrig. Hat also keinerlei Auswirkungen auf zum Beispiel die Baumarten, die wir in Zukunft wahrscheinlich vermehrt anbauen werden, sprich Laubhölzer. Und das ist nochmal wirklich was, was diese ganze Diskussion so ein bisschen ad absurdum führt, dass man jetzt mit der aussterbenden, das ist jetzt sehr, sehr übertrieben, ne? Aussterben wird die nicht, aber mit der knapper werdenden und immer weniger angebaut werdenden Fichte nochmal den ganz großen Verdienst machen kann, ist irgendwie paradox und doch andererseits wieder sehr menschlich. Nicht unbedingt im positiven Sinne. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, das war einigermaßen übersichtlich, weil war spontan. Ne? Daher, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.